Dieser Vater versteckt ein Aufnahmegerät in ihrem Haar und erwischt ihren Lehrer bei der Tat. Was es damit auf sich hat, erfährst du heute in unserem Video. Der Wechsel von Kindergarten in die Schule fällt vielen Kindern schwer. Die neue Umgebung, die ungewohnte strikte Routine und viele neue Gesichter müssen erst einmal verarbeitet werden. Gerade die ersten Wochen in der Volksschule stellen viele Eltern vor ganz neue Herausforderungen. Bis der Alltag sich schließlich eingespielt hat, kann einiges an Zeit vergehen. Genau mit diesem Gedanken tröstete sich auch Thomas Valerio aus Hernando County in Florida. Denn für seine kleine Tochter startete das erste Schuljahr an der Pine Grove Elementary School. Zu Beginn war die Kleine noch recht begeistert und aufgeregt. Doch schon bald begann das aufgeweckte und fröhliche kleine Mädchen immer stiller zu werden. Fragen nach der Schule beantwortete sie ausweichend und oft gar nicht. Sie wachte morgens auf und wollte nicht in die Schule gehen. Sie versuchte es mit allen Mitteln, manchmal weinte sie sogar herzzerreißend, dass die Eltern ihrem Wunsch nachgaben. Spätestens ab diesem Punkt merkten Thomas und seine Frau Laisi, dass etwas nicht stimmen konnte. Keinen Spaß an der Schule zu haben und diese regelrechte Angst, die ihre Tochter vor dem Unterricht zeigte, waren völlig zwei verschiedene Dinge. Doch die Kleine schwieg beharrlich und wollte nichts darüber erzählen, was sich in der Schule zutrug. Die Eltern folgerten das Naheliegende und dachten, ihre Tochter würde von Mitschülerinnen gemobbt werden. Doch das Kind wurde immer stiller und in sich gekehrter und weinte immer häufiger, auch dann, wenn sie von der Schule nach Hause kam. Der Vater konnte dieses Leiden nicht mehr mit ansehen. Er überlegte, was er tun konnte, um seinem Liebling zu helfen. Offensichtlich machte sein Kind jeden Tag die Hölle durch, wenn es eigentlich mit Gleichaltrigen einen ganz normalen Alltag als Schulkind haben sollte. Thomas Valerio wollte wissen, was seine Tochter jeden Tag in der Schule so quälte und verzweifeln ließ. Er kaufte einen Mikrosender und versteckte ihn im Haar seiner Tochter. Ihr selbst erzählte er nichts davon. Sie sollte wie jeden Tag einfach nur den Unterricht besuchen. Thomas Valerio konnte nun von zu Hause aus Ohrenzeuge davon werden, was sich tatsächlich in der Schule abspielte. Schon nach der ersten Unterrichtsstunde schäumte der liebevolle Vater vor Wut. Was er da zu hören bekam, war der fleischgewordene Albtraum eines jeden Kindes. Und der Albtraum hatte einen Namen. Camilla Duncan, die Klassenlehrerin, nutzte jede noch so kleine Gelegenheit, um die Kinder anzubrüllen, sie zu beleidigen und ihnen gehässige und herabwürdigende Dinge an den Kopf zu werfen. Thomas Valerio wäre am liebsten sofort losgefahren, um seine Kleine aus dieser Hölle zu befreien. Doch er wusste, dass er die Situation für sie dann wahrscheinlich sogar noch schlimmer machen würde. Ein besserer Plan musste her. Er und seine Frau überlegten, ob sie sich direkt an die Direktorin der Pine Grove Elementary School, Nancy Johnson, wenden sollten. Als unmittelbare Vorgesetzte wäre sie die erste Ansprechpartnerin der Eltern gewesen. Doch die Familie Valerio machte sich davon keine großen Hoffnungen. Sie gingen gleich eine Ebene höher und informierten die zuständige Bezirksschulbehörde von Hernando County über die Vorfälle. Doch der Termin verlief im Sand. Man beschwichtigte die besorgten Eltern und gab an, der Sache nachzugehen. Doch nichts geschah. Die Kleine litt weiterhin jeden Tag unter den Schikanen von Camilla Duncan und weigerte sich morgens immer öfter zur Schule zu gehen. Schließlich reichte es den Eltern. Thomas Valerio postete die Vorfälle auf Facebook und konnte auch die Medien für sich gewinnen. Zahlreiche andere Eltern meldeten ähnliche Vorfälle mit dieser Lehrperson und der Schule blieb schließlich nichts anderes übrig, als sich den Vorwürfen zu stellen. Doch die Familie Valerio war enttäuscht darüber, dass keine der zuständigen Verantwortlichen eingeschritten war. Sie erwarteten ja gar nicht, dass Camilla Duncan suspendiert wurde. Sie sollte nur keinen direkten Umgang mehr mit Kindern haben dürfen. Die Valerios suchten schließlich für ihre Tochter eine andere Schule. Dieser Wechsel bedeutete für das verängstigte Mädchen einen echten Neustart und zum ersten Mal in ihrem Leben freute sich die Kleine morgens auf die Schule. Hast du vielleicht auch schon mal schlechte Erfahrungen mit Lehrern gemacht? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns auch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Es kostet dich immerhin nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!